Zünder. Sollen wir es wirklich tun? Ja. Ich danke Ihnen wirklich sehr für diesen Gefallen, mein lieber Brandt. Stief wartet schon lange auf seinen Cognac. Kein Problem, Tresco. Wettschulden sind Ehrenschulden, auch wenn es manchmal etwas dauert. Herr Oberstleutnant? In einer halben Stunde ist alles vorbei. Ich rufe in Berlin an. Die Bombe, die Henning von Tresco und Fabian von Schlapprendorf als Geschenk getarnt in Hitlers Flugzeug schmuggeln, explodiert nicht. Aber jetzt, im vierten Kriegsjahr, haben deutsche Offiziere der Heeresgruppe Mitte ihren eigenen Krieg gegen Hitler eröffnet. Nach unserer Rechnung musste die Bombe in Höhe von Minsk explodieren, das Flugzeug zerreißen, über Minsk abstürzen. Wir waren erschüttert darüber, dass die Bombe und der Zünder zur Bombe versagt hatten. Ich verstehe immer noch nicht, warum der Zünder nicht funktioniert hat. Wir testen die Dinger jetzt schon seit Monaten. Vielleicht eingefroren in der Höhenluft, aber wir bekommen eine zweite Chance, Hitler auszuschalten. Wenn Sie bereit sind, Gersdorf. Übermorgen. Ich fragte Tresco, was kommt danach? Er versicherte mir, dass alle Vorbereitungen für einen Staatsstreich getroffen seien und dass dieser Staatsstreich nach menschlicher Voraussicht erfolgreich sein würde. Niemand zwingt Sie, Ihr Leben zu opfern. Wir müssen das Reich von dieser Führung befreien. Ansonsten werden uns die Alliierten zerschlagen. Und was dann kommt? Deutschlands militärische Zerschlagung ist im Frühjahr 43 kaum noch aufzuhalten. Die 6. Armee hat nach der Schlacht von Stalingrad kapituliert. Doch je aussichtsloser Hitlers Eroberungskrieg wird, desto erbarmungsloser wütet der Völkermord der Nazis hinter der Front und in den Vernichtungslagern. Manche jener Offiziere, die sich jetzt zum Widerstand und zum Attentat auf den Diktator entschlossen haben, waren selbst in den Vernichtungskrieg verstrickt. Nun aber wollen sie nicht länger mitschuldig werden an den Verbrechen und der militärischen Katastrophe Deutschlands. Gersdorfs Chance kommt Ende März. Endlich. Ich habe die 10 Minuten Zünder.
Wo werden Sie sie verstecken? In meiner Manteltasche. In der Manteltasche? Aber irgendwo im Zeughaus muss man doch unbemerkt eine Sprengladung anbringen können. Ich war heute noch mal da. Es gibt keine andere Chance. Wenn man ihn einfach so über den Haufen schießen könnte. Wenn er keine kugelsichere Weste trägt. Wenn man überhaupt zum Schuss kommt. Wenn man sicher sein könnte, dass man das Schwein mit einem Schuss erledigen kann. Zu Wille Wenz, Schlabrendorf. Wie fühlen Sie sich? Beschissen. Ich glaube, es war ihm erstmal wirklich klar, in der Nacht vom 20. auf den 21. März, dass er am nächsten Tag sterben wird. Im Zeughaus unter den Linden besucht Hitler eine Ausstellung mit erbeutetem sowjetischen Kriegsgerät. Gersdorf, entschlossen, sich mit dem Diktator selbst in die Luft zu sprengen, ist in Hitlers unmittelbarer Nähe. Den Zünder hat er auf 10 Minuten eingestellt. Aber Hitler, als ahne er die Gefahr, hastet durch die Ausstellung und verlässt sie nach nur wenigen Minuten. Da waren also noch 7 Minuten gegeben. Und diese 7 Minuten benutzte mein Vater, in die nächstlegendste Toilette zu gehen und den Zünder zu entschärfen. Wieder ist Hitler davongekommen. Seit 1934 schwören die deutschen Soldaten, auf Betreiben der Wehrmachtsführung selbst, ihren Eid nicht mehr auf Volk und Vaterland, sondern auf Hitler selbst. Auf diesen Eid berufen sich die meisten, Hitlers Anhänger und die Zauderer. Die Ausschaltung des Diktators ist deshalb entscheidend. Zugleich suchen die Verschwörer um Henning von Treskow Unterstützung bei hohen Generälen. So bei Feldmarschall Hans Günther von Kluge. Treskow? Ich habe einen Eid auf diesen Hitler geschworen. Und Sie auch, meine Herren. Meinen Sie nicht, Herr Feldmarschall, dass Hitler seinen Eid gegenüber dem deutschen Volk gebrochen hat? Wenn noch, ich kann mich zu einer solchen Sache nicht durchringen. Das brach natürlich mit jeglicher Offizierstradition. Ein Meuchlingserschießen, das war das Letzte, was preußische Offiziere, Sie verstehen auch, wie ich das meine, was preußische Offiziere dulden konnten. Man hatte dem Gegner direkt ins Auge zu gucken. Wir haben es wieder versucht. Was heißt das, Treskow? Gersdorf hat persönlich einen solchen Versuch durchgeführt. Gersdorf, was haben Sie gemacht? Wir stehen auf dem Standpunkt, Herr Feldmarschall, dass es die einzige Lösung ist, die deutsche Nation vom Untergang zu bewahren. Kluge war einer von denen, die Nazis von Anfang an abgelehnt haben. Er hat natürlich den Aufschwung der Aufrüstung und die Aufrüstung und die ganze nationale Welle, sagen wir mal, bis 1933 mitgemacht. Aber er war von Anfang an skeptisch gewesen. Man musste ja über mehrere wie einen Schatten springen als General, wenn man gegen den Hitler vorgehen wollte. Der kluge Hans wird Kluge halb bewundernd, halb spöttisch genannt. Und erst am Schluss wird sich zeigen, was sein Wort wirklich wert ist. Kinder, ihr habt mich. Ich hoffe, Herr Feldmarschall, Sie stehen zu Ihrem Wort. Die Lage im Russlandfeldzug wird immer hoffnungsloser. Während in Deutschland verschiedene zivile Widerstandsgruppen mit unterschiedlichsten Methoden und Zielen gegen das Regime kämpfen, weiß Henning von Treskow, dass ein Umsturz aus dem Zentrum der Macht kommen muss. Weil Kluge weiterhin schwankt, soll auch der Oberbefehlshaber der Heeresgruppe Süd, Feldmarschall von Manstein, gewonnen werden. Gersdorf versucht ihm deutlich zu machen, dass die Ostfront bald zusammenbrechen wird. Ich bin völlig der gleichen Ansicht, Gersdorf. Aber ich bin nicht der richtige Mann, um das Hitler zu sagen. Vielleicht sollten alle Feldmarschälle gemeinsam zum Führer gehen und ihm die Pistole auf die Brust setzen. Preußische Feldmarschälle meutern nicht. In der preußischen Militärgeschichte gibt es genügend Beispiele dafür, dass hohe Generäle entgegen dem Willen und Befehl des Königs gehandelt haben. Preußische Feldmarschälle müssen meutern, wenn es notwendig ist. Dafür sind sie Feldmarschälle. Sonst sollen sie Bataillonskommandeure bleiben. Da brauchen sie nicht meutern. Im Übrigen haben sich preußische Feldmarschälle
noch niemals in einer Lage befunden, die mit der heutigen vergleichbar wäre. Diese einmalige Situation erfordert die Anwendung noch nie dagewesener Mittel. Was wollen Sie damit sagen, Gersthoff? In der Heeresgruppe Mitte sind wir schon seit langem davon überzeugt, dass jetzt jedes Mittel recht sein muss, Deutschland vor der Katastrophe zu bewahren. Ach, ihr wollt ihn wohl totschlagen? Ja, Herr Feldmarschall. Und zwar wie einen tollwürdigen Hund. Da mache ich nicht mit. So etwas würde zum Untergang der Armee führen. Herr Feldmarschall, haben doch eben selber die Meinung vertreten, dass irgendwas geschehen muss, um Deutschland vor dem Untergang zu bewahren. Nicht die Armee. Deutschland und das deutsche Volk sind das Primäre. Ich bin in erster Linie Soldat. Sie kennen die Front nicht so wie ich. Ich sehe die Begeisterung in den Augen der jungen Offiziere, wenn sie vom Führer sprechen. Sie würden eine Aktion gegen ihn niemals verstehen. So etwas innerhalb der Armee würde mit Sicherheit zum Bürgerkrieg führen. Es mag ja sein, dass die Mehrheit nach wie vor von Hitler begeistert ist. Aber ich kenne auch sehr, sehr viele Menschen, die eine andere Meinung vertreten. Aber alle werden nach wie vor hinter ihren militärischen Führern stehen und deren Befehle befolgen, Herr Feldmarschall. Vielleicht wird ja schon eine kurze Zeit nach Verschwinden Hitlers niemand mehr von ihm reden. Ich werde mich niemals an einem Unternehmen beteiligen, das zum Untergang der Armee führen muss. Herr Feldmarschall von Kluge hat mich damit beauftragt, Sie zu fragen, ob Sie nach gelungenem Staatsstreich als Chef des Generalstabes der Wehrmacht zur Verfügung stehen. Bestellen Sie dem Feldmarschall von Kluge, ich danke für das in mich gesetzte Vertrauen. Der Feldmarschall von Mannstein wird stets der legalen Staatsführung loyal zur Verfügung stehen. Berlin im Sommer 43. Die Stadt ist schon gezeichnet von den Bomben der Alliierten, als Henning von Tresco hierhin versetzt wird. Sein erster Weg durch eine Trümmerlandschaft führt ihn zum Chef des Allgemeinen Heeresamtes beim Oberkommando der Wehrmacht, General Friedrich Olbricht. Olbricht, ein gewiefter Verwaltungsfachmann, im Oktober 39 bei der Siegesparade in Warschau noch neben Hitler zu sehen, ist jetzt eine der wichtigsten Schlüsselfiguren des militärischen Widerstandes. Olbricht war ein fabelhafter Mann, der auch die Verbindungsstelle mit dem zivilen Widerstand hatte. Das ist ja langsam erst gewachsen, der zivile Widerstand. Obwohl der zivile Widerstand ja viel stärker war wie der militärische. Aber der militärische Widerstand war entscheidend, weil das Militär allein die Macht hatte, Hitler zu stürzen. Sie haben schon besser ausgesehen, Tresco. Ich habe eine gute Nachricht für Sie, Herr General. Es gibt keine guten Nachrichten mehr. Jedenfalls nicht mehr seit Januar 33. Keine Angst, hier haben die Wände keine Ohren. Wir haben Kluge. Sind Sie sicher? Er ist dabei. Endlich. Ich hatte schon nicht mehr daran geglaubt, dass einer unserer Herren Marschälle doch noch Vernunft zeigt. Aber seit Stalingrad steht Ihnen das Wasser bis zum Hals. Mit Kluge auf unserer Seite können wir die Walküre-Pläne endlich einsetzen. Haben Sie mit Kluge über Walküre gesprochen? Nein. Noch nicht. Vielleicht auch besser so. Der kluge Hans denkt an sich selbst zuerst. Das war schon immer so. Operation Walküre. Eigentlich ein Alarmplan zur Niederschlagung einer Rebellion ausländischer Zwangsarbeiter oder anderer Aufstände in Deutschland. Das streng geheime Papier, das in Olbrichts Panzerschrank lagert, soll im Falle innerer Unruhen die nicht an der Front eingesetzten Wehrmachtskräfte mobilisieren und die staatliche Ordnung wiederherstellen. Wer Walküre steuert, besitzt die Macht im Reich. In den Händen der Verschwörer bedeutet das, mit einigen wenigen Zusatzbefehlen umfunktioniert, praktisch einen Generalstabsplan für den Umsturz. Stapel Papier. Papier ist mein Beruf geworden. Dieses Papier wird den Krieg beenden. Ich will, dass Sie die Walküre-Befehle überarbeiten, Tresco. Sie sind unsere besten Waffen und Sie werden sie noch schärfer machen. Warum ich? Walküre ist Ihre Idee, eine geniale Idee, wenn Sie mir die Bemerkung gestatten. Ich gestatte.
Aber es bleibt noch viel zu tun, damit Walküre auch in unserem Sinne funktioniert. Es gibt nur zwei Offiziere, denen ich das zutraue. Zwei? Der General? Der andere ist noch nicht in Berlin. Sie werden ihn bald treffen. Der von Hitler begonnene Krieg trifft längst auch Deutschland. Die Städte fallen unter den alliierten Bombern in Schutt und Asche. Im Juli 1943 sterben nach Großangriffen der Royal Air Force auf Hamburg allein fast 40.000 Menschen. Für die Verschwörer wird die Zeit immer knapper. Zugleich wächst die Gefahr der Aufdeckung durch SS und Gestapo. Jeder, der in die Staatsstreichpläne eingeweiht wird, könnte ein Spitzel sein. Doch es muss jemand gefunden werden, der persönlichen Zugang zu Hitler hat. Wie der Organisationschef im Oberkommando des Heeres, Oberst Helmut Stief. Ich kann Ihnen nichts versprechen, Tresco. Wir brauchen jemanden, der bereit ist zur Tat. Ich bin kein Held. Wir können nicht mehr lange warten, Stief. Der Führer ist immer misstrauischer geworden. Seit dem Attentat auf Heydrich sind die Sicherheitsvorkehrungen ständig weiter verstärkt worden. Es ist die historische Pflicht der Generalstabsoffiziere, den Zusammenbruch der Nation zu verhindern. Sie brauchen mir keine Vorträge halten, Tresco. Sagen Sie mir lieber, wie es weitergehen soll nach dem Attentat. Sie kennen die Walküre-Pläne. Ja, aber ich meine außenpolitisch. Wir haben Kontakt zu den Amerikanern und Engländern. Am Tag X werden die Kämpfe gegen die Alliierten eingestellt, die Truppe hinter die Westgrenze zurückgezogen. Die Front gegen Russland wird aufrechterhalten. Die Alliierten sprechen von bedingungsloser Kapitulation. Das ist unannehmbar. Verhandlungssache. Aber wenn wir zu lange warten, werden wir überhaupt nichts mehr zu verhandeln haben. Sind Sie bereit, Stief? Ich kann das nicht alleine machen. Je deutlicher sich die militärische Niederlage abzeichnet, desto mehr Offiziere werden sich zu unserer Sache bekennen. Und wie? Sprengstoff wie gehabt, alles andere wäre zu unsicher. Wir können ihn ja nicht vergiften wie einen römischen Tyrannen. Seine Mahlzeiten werden vorgekostet. Das habe ich selber in Smolensk gesehen. Wir können auf sie bauen? Wenn es unbedingt sein muss, ja. Im September 1943 betritt ein Akteur die Berliner Bühne des Widerstandes, auf den man schon gewartet hat. Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, charismatischer Spross einer schwäbischen Adelsfamilie. Anfangs noch für Hitlers Krieg, rückt er nun ins Zentrum der militärischen Opposition. Jetzt kehrt er, in Nordafrika schwer verwundet, aus dem Lazarett zurück. Er hat als junger Mann, wie viele, wie 95% des deutschen Volkes, war er fasziniert natürlich von vielen Dingen des Nationalsozialismus. Heute wird das alles mit leichter Hand so weggewischt. Aber so war es. Es gab nur ganz wenig Leute, die von Anfang an die Gefahren, die im Nationalsozialismus lagen, gesehen haben. Verzeihen Sie meine Verspätung, Professor. Stauffenberg. Fräulein von Oven, darf ich Ihnen meinen neuen Stabschef vorstellen, Oberstleutnant von Stauffenberg. Sehr erfreut. Ist mir eine Ehre, Herr Oberstleutnant. Ich bin sehr froh, endlich wieder in Berlin zu sein. Ich habe die Tage gezählt. Wenn es nach mir ginge, wären Sie noch im Lazarett und würden sich erholen. Meine Frau ist ganz Ihrer Meinung, Herr Professor. Eine Hand war ganz weg, die rechte. Und an der linken hatte er nur drei Finger noch, sodass er sich auch gar nicht alleine richtig anziehen konnte. Es dauerte jedenfalls zu lange. Er war da aber gemütsmäßig ganz fröhlich und ganz der alte Klaus. Kommen Sie in den nächsten Tagen zu mir in die Charité. Ich möchte mir noch mal Ihre Hand ansehen. Ja, natürlich. Wenn es geht. Danke. Liebes Fräulein. Die beiden Herren werden ab morgen gemeinsam an der Inszenierung einer berühmten Wagner-Oper arbeiten. Von nun an unterstützt Margarete von Oven, enge Vertraute der Familie Tresco, die Staatsstreichsplanungen als Sekretärin. Die Generäle haben nichts erreicht. Jetzt müssen sich die Obersten einschalten. Es kommt einzig und allein auf die ersten Stunden nach dem Attentat an. Nur wenn es uns gelingt, das entstehende Chaos entscheidend zu nutzen, wird Walküre Erfolg haben. Alle Verbindungen des Führerhauptquartiers zur Außenwelt müssen sofort unterbrochen werden. Es darf unter keinen Umständen zu Gegenbefehlen kommen. Die Rundfunksender sind umgehend von unseren Einheiten zu besetzen.
Der Rundfunk ist der Schlüssel zum Erfolg. Die Sender werden von der SS bewacht. Wenn die hören, dass ihr geliebter Führer im heimtückischen Attentat zum Opfer gefallen ist, werden sie nichts gegen unsere Einheiten unternehmen. Da wird es für manchen Gruppenführer eine böse Überraschung geben, wenn er merkt, wer das Attentat verübt hat. Aber bis dahin ist die SS entwaffnet. Bitte nochmal den Wortlaut des letzten Entwurfs, Margarete. Der Führer Adolf Hitler ist tot. Eine Clique gewissenloser, frontfremder Parteiführer hat einen Staatsstreich versucht. Der militärische Ausnahmezustand ist verhängt und die vollziehende Gewalt in die Hände der Wehrkreisbefehlshaber gelegt. Haben wir zuverlässige Leute in allen Wehrkreisen? Die Walküre-Befehle sind eindeutig. Wer würde es wagen, sich einem Alarmplan zur Bekämpfung innerer Unruhen zu widersetzen? Wie schnell können wir losschlagen? Es kommt darauf an, ob Stiefwort hält oder nicht. Zweifeln Sie daran? Er macht auf mich einen sehr wankelmütigen Eindruck. Verstehe. Waren wir SS-Leute nie sehr gerne. Besonders nicht gerne, wenn man so ein Konzept unterm Arm hat. Und da kriegten wir alle drei einen gehörigen Schreck. Ich guckte einmal nach links und einmal nach rechts und habe mit einer gewissen Genugtuung festgestellt, dass diese beiden Männer auch ziemlich blass wurden. Ich verabschiede mich. Im Oktober 43 kommt es zu einem Rückschlag für die Verschwörer. Feldmarschall von Kluge wird bei einem Unfall verletzt und fällt aus. Stauffenberg aber will die schnelle Aktion. Ich erwarte von Ihnen, dass Sie zu Ihrem Ort stehen, Stief. Und ich erwarte von Ihnen einen angemessenen Ton, Stauffenberg. Verzeihen Sie mein Ungestüm. Schließlich sind wir ja alle keine gelernten Bombenleger. Naja, schon in Ordnung. Wenn es nach mir ginge, würde ich ihn lieber heute als morgen in die Luft sprengen. Es muss aber jetzt nach Ihnen gehen, Stief. Wir können mit dem Attentat nicht länger warten. In spätestens einer Woche wird die Rote Armee unsere Fronten durchbrechen. Ja, ich weiß. Aber wer von den Feldmarschällen wird sich auf unsere Seite schlagen, jetzt wo Kluge ausgefallen ist? Wenn Hitler tot ist, werden Sie Ihren Überlebensinstinkten folgen. Keiner von Ihnen glaubt ernsthaft, dass der Krieg noch zu gewinnen ist. Ich brauche mindestens zwei, drei zuverlässige Männer. Dann finden Sie sie. Das sagen Sie so, wenn das so einfach wäre. Man hätte sich ja gerne gedrückt. Aber dadurch, dass man immer wieder von neuen Verbrechen hörte, ich kann das nur betonen, und auch auf der anderen Seite sah, wie militärisch er schlecht führte, war ihm klar, muss alles geschehen, um diesen Verbrecher umzubringen. Eine neue Hiobsbotschaft ist die plötzliche Abberufung Treskos an die Ostfront. Von nun an liegt die Hauptlast auf Stauffenberg selbst. Auf der Hochzeit seiner Cousine bedrängt Stauffenberg seinen Vetter Cäsar von Hofacker. Er ist Stabsoffizier bei General von Stülpnagel, dem Militärbefehlshaber in Paris. Können wir nicht morgen darüber Nein, sprechen? Nein, mein lieber Vetter, das können wir nicht. Du wirst also mit Stülpnagel reden. Der General von Stülpnagel war nie ein Freund der Nazi-Bande, aber er hat einen Eid auf den Führer geschworen. Nicht auf einen toten Führer. Noch ist er nicht tot. Stülpnagel muss bereit sein, wenn Walküre anläuft. Der Militärbefehlshaber in Frankreich ist von unschätzbarem Wert für unsere Sache. Wir brauchen unsere besten Generäle an allen Fronten. Sie haben mir einen Walzer versprochen, Herr von Hofacker. Natürlich, wie uncharmant von mir, Sie warten zu lassen. Das weiß ich erst ein paar Tage vor meiner Hochzeit, dass da eine richtige Widerstandsgruppe war. Aber ich hab's nicht gewusst. Und ein paar Tage vor meiner Hochzeit hat mein Vater zu mir gesagt, er muss mir das jetzt erzählen. Ne? Und da hat er gesagt, wir müssen das unbedingt machen. Wir können, es muss irgendwas passieren. Wir können uns nie mehr einem Ausländer ins Auge blicken, wenn wir nicht aus eigener Kraft versucht haben, dieses Ungeheuer loszuwerden. Paris 1943. Der Befehlshaber im besetzten Teil Frankreichs, General Karl Heinrich von Stülpnagel, hat lange den Vernichtungskrieg mitgetragen. Seinen Stabsoffizier von Hofacker schätzt er als Fachmann und gebildeten Gesprächspartner. Ich habe viele Nächte gegrübelt. Es ist für niemanden eine leichte Entscheidung, Herr General. Und Sie sehen wirklich keine andere Möglichkeit mehr, Hofacker? Nur mit einem toten Hitler können wir die Alliierten vielleicht noch zu einem ehrenhaften Frieden überreden. So bin ich denn gewillt, ein Bösewicht zu werden. Shakespeare. Hamlet? Richard der Dritte.
Hauptmann von dem Busche meldet sich zur Stelle, Herr Oberstleutnant. Hauptmann von dem Busche. Stehen Sie bequem. Sie spucken ziemlich große Töne, wie man hört. Ich habe keine Ahnung. Man berichtet mir, unser geliebter Führer und genialer Feldherr Adolf Hitler sei dem Hauptmann von dem Busche ein Dorn im Auge. Man berichtet mir sogar, Hauptmann von dem Busche würde nichts lieber tun, als den Führer höchstpersönlich ins Jenseits zu befördern. Ich habe nur im engsten Kameradenkreis... Ich weiß genau, was Sie gesagt haben. Deshalb sind Sie hier. Setzen Sie sich. Danke. Wie alt sind Sie? 24, Herr Oberstleutnant. Etwas jung zum Sterben. Ich habe Menschen sterben sehen, die viel jünger waren. Mädchen und Jungen, die systematisch hingemetzelt wurden. Kleinkinder, die aus den Armen ihrer Mütter gerissen wurden. Ich habe gesehen, wie 3000 Menschen erbarmungslos ermordet wurden. Wann und wo? Oktober 42, Dubno, Ukraine. Wer hat geschossen? SS, SD, Spezialeinheiten. Wer waren die Opfer? Juden. Was haben Sie getan? Nichts. Ich hätte diesen Massenmord an Unschuldigen nicht verhindern können. Aber ich hätte mich zu ihnen in die ausgehobenen Gräber legen können. Um durch ihren eigenen Tod die Scham und die Schande zu tilgen. Ich habe es nicht getan. Aber ich weiß, dass ein Mann, in dessen Namen solche Ungeheuerlichkeiten geschehen, selbst nur eins verdient. Den Tod. Ja. Vielleicht, Herr Hauptmann von dem Busche, hat das Schicksal Sie dazu ausersehen, die Tat zu vollbringen. Ich bin bereit. Um den Preis Ihres eigenen Lebens? Es ist schwer, mit den Schreien der Opfer zu leben. Er sagte, gut, also wir müssen diese neuen Uniformteile vorführen. Die will der Chef des Generalstabes Zeitzler erst sehen. Der Termin ist dann gleich anschließend eine ganz seltene Gelegenheit, wo Hitler, Göring und Himmler zusammenkommen, denn die haben alle Truppenteile im Felde stehen. Und da muss es geschehen. Axel von dem Busche will bei der Vorführung im Führerhauptquartier Wolfschanze Hitler plötzlich umarmen und sich gemeinsam mit ihm in die Luft sprengen. Doch die Uniformen verbrennen auf dem Transport im Bombenhagel. Wieder ist ein Plan gescheitert. Im Morgengrauen des 6. Juni 1944 beginnt die Invasion der Alliierten in der Normandie. 200.000 Soldaten landen binnen eines Tages an der französischen Küste. Hitlers Festung Europa wankt. Noch mehr Bomben, noch mehr Tote. Und unaufhaltsam verrinnen Zeit und Chancen, dass sich die Deutschen selbst von der Diktatur befreien. Stauffenberg ist auf dem Weg zum ehemaligen Generalstabschef Ludwig Beck. Der ist 1938 aus Protest gegen Hitler zurückgetreten. Aber als moralische wie militärische Autorität soll er nach Hitlers Tod Staatsoberhaupt werden. Trotz schwerer Krankheit ist Beck die Leitfigur der Verschwörung. Stauffenberg, wie kann es sein, dass Hitler immer noch am Leben ist? Was ist mit Stief? Stief? Stief ist wie ein nervöser Rennreiter. Der macht es nie. Wenn die Initialzündung nicht endlich ausgelöst wird, haben wir keinen Verhandlungsspielraum mehr gegenüber den Engländern und Amerikanern. Nur mit dem Attentat können wir sie vielleicht noch davon überzeugen, von ihrer Forderung nach bedingungsloser Kapitulation abzurücken. Sie werden uns brauchen nach dem Krieg. Aber erst einmal müssen wir beweisen, dass der Widerstand gegen Hitler überhaupt zu einer Tat fähig ist. Wie sonst kann das deutsche Volk sich von der Schuld reinigen, die es mit seiner Identifizierung mit diesem Verbrecher auf sich geladen hat? Am 1. Juli trete ich meinen Dienst als Stabschef des Ersatzheeres an. Dann habe ich selbst Zugang zu Hitler.
Sie dürfen das Attentat nicht selbst ausführen, Stauffenberg. Wenn es soweit ist, werden Sie in Berlin dringend gebraucht. Nur Sie können die Operation Walküre leiten, jetzt, wo Tresco an der Ostfront ist. Wir werden eine Lösung finden. So oder so. Was mit Fromm? Als Befehlshaber des Ersatzheeres muss er die Walküre-Befehle unterzeichnen. Fromm hält sich bedeckt, wie so viele. Aber wenn Hitler tot ist, dann wird er sich uns anschließen. 1. Juli 1944. Im Berliner Bendlerblock wird Stauffenberg, nun zum Oberst befördert, Stabschef beim Befehlshaber des Ersatzheeres, Generaloberst Fromm. Auf diese Chance hat er gewartet. Willkommen beim Ersatz, Herr Stauffenberg. Ich freue mich, einen so fähigen Offizier wie Sie gewonnen zu haben. Danke, Herr Generaloberst. Sie werden mir hier keine Schwierigkeiten machen, nicht wahr, Stauffenberg? Wie kommen Sie darauf, Herr Generaloberst? Ich bin nicht blind. Ich verstehe nicht. Wir sehen uns morgen früh um 8. Für heute verlagere ich meinen Gefechtsort in die Schorfheide. Böcke schießen. Kapitale Böcke. Weidmanns Heil, Herr General. Weidmanns Dank, Stauffenberg. Ach, Stauffenberg. Wenn Sie schon Ihren Putsch machen, vergessen Sie mir den Keitel nicht. Anfang Juli durchbrechen sowjetische Truppen endgültig die deutsche Front im Osten und erobern das litauische Wilna. Währenddessen müssen 60.000 deutsche Gefangene in einem Schaulauf durch Moskau marschieren. Es gibt Zweifel. Ist es für ein Attentat nun nicht zu spät? Muss erfolgen. Sollte es misslingen, muss trotzdem in Berlin gehandelt werden. Kostet es, was es wolle? Es kommt vor der Geschichte nicht mehr auf den praktischen Zweck an, sondern darauf, dass die deutsche Widerstandsbewegung den entscheidenden Wurf gewagt hat. Alles andere daneben ist gleichgültig. Hitler muss sterben. Mit solchen Plänen dürfen Sie sich nicht abgeben. Sie nicht, Stauffenberg. Und warum ausgerechnet nicht ich, Herr Professor Sauerbruch? Weil ein Mensch nach einer so schweren Verwundung, wie Sie sie erlitten haben, nicht im Vollbesitz seiner körperlichen und geistigen Fähigkeiten ist. Sie unterschätzen mich. In Ihrem Zustand schleichen sich leicht Fehler ins Kalkül. Sie sind der falsche Mann für eine solche Tat. Herr Professor, es gibt keinen anderen. Es besteht die Gefahr, dass im entscheidenden Moment Ihre Nerven versagen. Sie kennen mich nicht sehr gut. Selbst ein gesunder Mann wäre aufs Äußerste gefordert. Dann flattert im Frühwind mit wahrhaften Zeichen die Königsstandarte und grüßt sich verneigend die Herren, die Helden. George, müssen Sie unbedingt ein Held sein, Stauffenberg? Vielleicht habe ich das früher mal gedacht. Jetzt nicht mehr? Wir haben den Zeitpunkt lange verpasst, Helden zu sein. Aber jede Tat braucht einen Täter. Was sagt Ihre Frau dazu? Sie weiß nichts Genaues. Immer wieder übt Stauffenberg die Handgriffe an den Zündern. Frau und Kinder hat er gebeten, ins heimische Lautlingen zu ziehen. Albrecht Merz von Quirnheim, ebenfalls Oberst im Bendlerblock, ist enger Freund und Mitverschwörer. Es ist Mitte Juli 1944. Du willst es also wirklich selbst machen? Wer sonst? Stief hält uns endlos hin. Immer neue Versprechungen und dann passiert wieder nichts. Wann? Am 15. Wir sind auf alles vorbereitet. Am 15. Juli ist Stauffenberg im Führerhauptquartier Wolfschanze, Ostpreußen. In der Tasche zwei Sprengsätze. Stauffenberg hat keine Gelegenheit, sie zu zünden. Doch in Berlin ist schon Walküre ausgelöst. Nur mit Mühe kann General Olbricht das Ganze zu einer Übung erklären. Doch kurz darauf bekommt Stauffenberg eine neue Chance. Ein
Alle Leitungen unterbrochen. Danke. Von Stauffenberg, Oberleutnant von Haften ins Führerhauptquartier. Generalmajor Stief nach Mauerwald. Jawohl, Herr Oberleutnant. Alles Gute, Stauffenberg. Danke. Geben Sie mir Paris, bitte. Oberst von Linstow persönlich. Der Dienstsitz des Befehlshabers Frankreich im Hotel Majestique. Der herzkranke Adjutant Hans Otto von Linstow ist erst seit kurzem eingeweiht. Linstow. Hallo. Répondez. Übung. Bitte um Wiederholung. Gott sei mit uns. Ja. Oberst Stauffenberg meldet sich zur Stelle, Herr Feldmarschall. Gut, dass Sie da sind, Stauffenberg. Der Führer erwartet eine gründliche Unterrichtung über die neuen Einheiten des Ersatzheeres. Die Unterlagen sind komplett vorbereitet. Schön. Ja? Verstehe. Danke, Linge. Die Besprechung findet eine halbe Stunde früher statt. Der Führer erwartet uns schon um 12.30 Uhr. Für den Nachmittag hat sich unerwartet der Dutsch angesagt. Haben Sie alles veranlasst, Linstow? Die Wehrmacht kann jederzeit losschlagen, Herr General. Obergruppenführer Oberg und Standartenführer Knochen werden keine sehr angenehme Nacht haben. Neue Nachricht aus Berlin? Wird nicht vor 14 Uhr kommen, ich weiß. Sie finden mich im Raphael. Ich speise mit Jünger und Schramm. Ich wundere mich ein wenig, dass ausgerechnet heute Ihre Sekretärin nicht da ist, Herr General. Sie musste ganz dringend zum Zahnarzt. Sie sind doch etwa nervös, Linstow. Keine Sorge, Herr General, Sie können sich absolut auf mich verlassen. Ja, laut Tagesordnung wird zuerst Heusinger seinen Vortrag halten, danach sind Sie an der Reihe, Stauffenberg. Ja, und dann sehen Sie selbst, wie es weitergeht. Verstehe. Danke. Heusinger ist soeben eingetroffen. Kommen Sie, meine Herren. Möchte mir noch rasch ein frisches Hemd anziehen. Ja, natürlich. Den Gang runter, dritte Tür rechts, mein Quartier. Danke. Aber bitte beeilen Sie sich, der Führer wartet nicht gern. Es dauert nur ein paar Minuten. Kommen Sie, Herr.
Selbstverständlich, Herr General. Ja? Ich werde es ihm sofort ausrichten lassen. Meine Herren, das war's, Sie können gehen. Und Vogel, Sie gehen zu Oberst von Stauffenberg und sagen ihm, dass General Fellgiebel umgehend seinen Rückruf erwartet. Zu Befehl, Herr Major. Ach, und Vogel, erinnern Sie ihn, dass er jetzt wirklich beeilen muss. General Fellgiebel bittet um Ihren Rückruf, Herr Oberst. Jetzt nicht! Und Major von Freyens erinnert Herrn Oberst daran, dass die Besprechung jetzt beginnt. Ich komme sofort. In diesem Moment begehen Stauffenberg und sein Adjutant einen fatalen Fehler. Weil die Zeit nicht reicht, auch die zweite Bombe scharf zu machen, bleibt sie bei von Haften zurück. Ich kümmere mich um den Wagen. Gut. In spätestens 15 Minuten bin ich da. Also ich stand am Posten 1, am Sperrgleis 1a. In dem Sperrgleis selbst war noch ein zweiter Posten, ein sogenannter Laufposten, der in der Umzäunung rundum ging. Und er kam etwa jede halbe Stunde bei mir vorbei. Und meine Aufgabe war eben, jeden zu kontrollieren, der den Sperrgleis 1a betrat oder ihn auch wieder verließ. Die Besprechung hat schon angefangen. Es ging nicht schneller. Tut mir leid, Herr Oberst. Ja, ja. Sie findet heute wieder in der Lagebaracke statt. Ja, ich weiß. Darf ich Ihre Tasche? Es geht schon. Würden Sie mich bitte in der Nähe des Führers platzieren? Selbstverständlich, Herr Oberst. Danke. Herr Oberst? Östlich von Lemberg spitzt sich die Lage mehr und mehr zu. Die Vereinigung der beiden russischen Angriffsteile kann kaum noch verhindert werden. Unsere Reserven sind verbraucht. Wir müssen so schnell wie möglich aus dem Generalgouvernement helfen. Mein Führer, vielleicht sollte Stauffenberg hierzu gleich vortragen. Nein, nein, ich möchte erst hören, wie es an der übrigen Front aussieht. Gut. Also, weiter. Die Absicht der Heeresgruppe. Ostwärts Lemberg, dann die nördliche Einbruchsstelle zu reinigen, muss leider als gescheitert angesehen werden. Das 13. Korps geht unweigerlich der Einschließung entgegen. Herr Oberst? Ja? Ihre Mütze. Ich komme gleich zurück. Und nach vielleicht 10 Minuten kam er wieder raus, aber ohne Koppel und ohne Mütze. Und ich hatte anfangs den Eindruck, dass er käme und hatte irgendetwas vergessen. Ich wusste nicht, zu welchem Anlass der Mann da war. Ich kannte ihn noch nicht. Ich wusste auch nicht, welche Befehlsgewalt oder Aufgabe er hatte. Dachte ich nur, der geht und muss noch irgendwelche Unterlagen. Der Russe dreht mit starken Kräften westlich der Düna nach Norden ein. Seine Spitzen stehen bereits schon südwestlich von Dünaburg. Wenn jetzt nicht endlich die Heeresgruppe vom Peipusee zurückgenommen wird, mein Führer, dann werden wir eine Katastrophe erleben.
Wahrscheinlich ist mal wieder ein Tier auf eine der Minen im Sperrbereich getreten. Kommt leider öfter vor. Wir fahren. Wir fahren los. Die Explosionen waren nur Minuten erforscht. Da habe ich ihn dann zum zweiten oder zum dritten Mal wieder gesehen, dass er im PKW vorbeigefahren kam, im PKW stand und in Richtung Lagerbaracke blickte. Ich habe mir aber da nichts bei gedacht und er fuhr dann an mir vorbei durch in langsamen Schritt. Ein Erfolg oder was konnte der gar nicht feststellen. Also, er muss die Staubwolke noch gesehen haben, die kann sich noch gar nicht ganz verzogen haben und hat dann auch die Verwundeten um Rasen gesehen und hat Schreien gehört. Aber ein endgültiges Bild, was passiert war, konnte er sich nicht verschaffen. Tut mir leid, Herr Oberst, aber ich darf Sie nicht passieren lassen. Ich habe es eilig, mein Flugzeug wartet. Es ist Alarm ausgelöst worden. Sicher eine Übung. Kann sein, kann aber auch nicht sein. Sie verstehen ganz offenbar die Dringlichkeit nicht. Ich verstehe nur, dass ich den Befehl habe, hier niemanden passieren zu lassen, Herr Oberst. Kann ich hier telefonieren? Selbstverständlich, Herr Oberst. Rittmeister von Möllendorf, sofort bitte. Ja, Möllendorf, ich werde hier sinnlos am Sperrkreis 2 aufgehalten. Sie wissen doch, wie dringend meine Mission ist. Ja, natürlich. Ich übergebe. Oberfeldwebel Kolbe? Jawohl, Herr Rittmeister. Wird sofort veranlasst. Tut mir leid, Herr Oberst. Das konnte ich nicht wissen. Sie haben nur Ihre Pflicht getan. Guten Flug, Herr Oberst. Verbindlichen Dank. Warum hat er dieses eine Kilo weggetan, nicht wahr? Und nur also die Hälfte des Sprengstoffs benutzt. Dass es der 20. Juli ein heißer Sommertag war und man deswegen also in einer Baracke ausgewichen ist und die Fenster aufgemacht hat, sodass die Wirkung also ein ganz anderer war, das war vielleicht schon eher vorhersehbar. Aber warum er diese Hälfte des Sprengstoffs weggetan hat, das weiß kein Mensch. Denn wenn Sie also 2-Kilo-Pakete haben und eine explodiert, explodiert die andere natürlich mit. Steve, was sagen Sie da? Ein Anschlag auf den Führer? Es ist ja unfassbar. Er lebt. Wie durch ein Wunder. Kaum verletzt. Aha. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie dankbar ich für diese Nachricht bin. Angeblich nur leicht verletzt. Angeblich? Was heißt angeblich? Die Leitungen sind weitgehend unterbrochen. Thiele hat nur ganz kurz mit Wolfschanze sprechen können. Und Stauffenberg? Vermutlich auf dem Rückflug. Vermutlich? Wann wird er landen? Nicht vor 15 Uhr. Information. Wir müssen Walküre auslösen. Sofort. Walküre setzt den Tod Hitlers voraus. Solange die Situation nicht klar ist, wird Fromm die Befehle keinesfalls unterschreiben. Wenn wir jetzt handeln, können wir die Nachrichtensperre und die allgemeine Verwirrung ausnutzen. Ich kann Walküre kein zweites Mal als Übung deklarieren. Diesmal ist es ernst, Herr General. Wir warten, Merz. Wir verlieren kostbare Stunden.
Haben Sie mich nicht verstanden, Herr Oberst? Zu Befehl, Herr General. Sie kümmern sich um unseren Wagen, Haften. Ich rufe Olbricht an. Der Fahrer müsste längst hier sein. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Jede Minute zählt. Nein, Herr General, das ist definitiv eine Falschmeldung. Hitler ist tot, das habe ich selbst gesehen. Ja, ich komme sofort in den Wendeblock. Keine Spur von unserem Wagen. Organisieren Sie einen, sofort. Das kann dauern. Haften! Olbricht sagt mir eben, dass Hitler lebt. Unmöglich. Ja, völlig unmöglich. Mussolini sollte eigentlich schon gegen 1 Uhr, glaube ich, war es, sollte er schon am Bahnhof Görlitz eintreffen. Der Zug wurde aber dann durch das Attentat innerhalb von Ostpreußen lange über eine Stunde umgeleitet. Wahrscheinlich wollte man Mussolini noch nicht unterrichten darüber. Man hat den Zug planlos durch Ostpreußen fahren lassen. Und als er dann später eintraf, kam Hitler wieder aus dem Bunker. Er war ganz frisch angezogen, hat eine neue Uniform an, alles neu. Während sich in Ostpreußen Hitler demonstrativ mit Mussolini zeigt und schon blutige Rache plant, verlieren die Verschwörer in Berlin weitere wertvolle Zeit. Der Führer ist dem Attentat zum Opfer gefallen. Sie müssen Walküre auslösen, Fromm. In einer solchen fatalen Lage ist sofort gegen innere Unruhen vorzugehen. Bei 7 Millionen Zwangs- und Fremdarbeitern im Reich ist mit dem Schlimmsten zu rechnen. Ist er wirklich tot? Ohne jeden Zweifel. Ich habe nämlich gehört, dass unser geliebter Führer diesen schändlichen Anschlag wie durch ein Wunder überlebt hat. Unsinn. Leider. Generalfeldmarschall Keitel, bitte. Sofort. Die Leitungen sind unterbrochen. Nicht mehr. Fromm hier, Herr Feldmarschall. Hier geistern makabere Gerüchte über ein angebliches Attentat auf den Führer herum. Gott sei Dank. Wie durch ein Wunder. Danke, Herr Feldmarschall. Hitler lebt. Es gibt also nicht den geringsten Anlass, Walküre auszulösen. Aber die Nachricht ist... Das Gespräch ist beendet, Herr Olbricht. Olbricht? Keitel möchte übrigens dringend wissen, wo sich Stauffenberg aufhält. Er ist noch nicht zurück. Wenn Stauffenberg sagt, dass Hitler tot ist, dann ist er auch tot. Aber Keitel sagt, dass Hitler noch... Die lügen in Wolfschanze. Die müssen lügen, um Zeit zu gewinnen. Lösen Sie sofort Walküre aus, Herr General. Ohne die Unterschrift von Fromm? Spielt das jetzt noch eine Rolle? Wo bleibt denn Stauffenberg? Dann müsste er längst hier sein. Handeln Sie! Setzen Sie Fromms Namen unter die Befehle. Aber ich kann doch nicht die Unterschrift... Sie können, Olbricht. Sie müssen. Sie hätten längst Stufe 2 auslösen müssen. Jeder weitere Zeitverlust kann für uns alle tödlich sein. Die Situation erschien mir zu unklar. Olbricht, das war wie die Detonation einer 15-Zentimeter-Granate. Das kann niemand überlebt haben. Aber die Nachrichten aus dem Führerhauptquartier... Ich sag Ihnen doch, Keitel lügt. Stauffenberg. Generalfeldmarschall Keitel hat nach Ihnen gefragt. Stauffenberg hat mir soeben den Tod des Führers bestätigt. Ich halte mich lieber an das, was Keitel sagt. Unterzeichnen Sie sofort die Walküre-Befehle, Herr Generaloberst. Ich denke nicht daran. Wir haben die erste Stufe bereits ausgelöst. Sie haben was? Sie haben genau verstanden. Wer hat das veranlasst? Ich. Das ist Hochverrat. Ich erkläre Sie alle drei für verhaftet. Sie verkennen die Situation.
Nicht Sie verhaften uns. Wir verhaften Sie. Ich habe selbst die Bombe im Führerhauptquartier gezündet. Ich weiß genau, dass Hitler tot ist. Das Attentat ist missglückt. Sie müssen sich erschießen, Stauffenberg. Ich denke nicht daran. Außerdem haben Sie ziemlich genau gewusst, was wir vorhatten, Frau. Menschenskind, Stauffenberg! Sie wollen deutsche Offiziere sein? Sie ziehen die Ehre der Wehrmacht in den Dreck. Sind Sie für uns oder gegen uns? Unter diesen Umständen betrachte ich mich außer Kurs gesetzt. Führen Sie Herrn Generaloberst Fromm in sein Quartier. Er steht unter Arrest. Und lassen Sie ihn bitte eine Flasche Cognac bringen. Generaloberst Beck ist eben eingetroffen. Herr Küre 2, sofort. Ohne die Unterschrift von Fromm? Fromm ist seines Postens enthoben. Generaloberst Höppner übernimmt ab sofort das Oberkommando der Ersatzarmee. Stauffenberg, die entscheidende Figur, auch am 20. Juli selber. Und es war faszinierend zu sehen, wie alles immer auf ihn zukam, ihn fragte. Dieser Mann in einer unerhörten Erregung war, aber vollkommen ruhig und beherrscht, von äußerster Höflichkeit. Aber man merkte seine Erregung in seinem Atem. Und es war beeindruckend, ihn zu sehen an diesem Tage. Wer ist der diensthabende Offizier? Der Leiter des Nachrichtendienstes, Leutnant Röhrig, meldet sich zur Stelle. Sofort absetzen. Der Führer Adolf Hitler ist tot. Herr Hauptmann! Was ist denn noch? Das scheint mir sehr wichtig zu sein. Das sehen Sie doch selbst, Mann. Da fehlt aber jede Angabe über die Dringlichkeit und die Geheimhaltungsstufe. Das müsste ich schon von Ihnen wissen, Herr Hauptmann. Äußerst dringlich. Geheime Kommandosache. Hier, schau dir das mal an, Kitty. Führer Adolf Hitler ist tot. Eine gewissenlose Clique frontfremder Parteiführer hat es unter Ausnutzung dieser Lage versucht, den schwer ringenden Fronten in den Rücken zu fallen und die Macht zu eigennützigen Zwecken an sich zu reißen. In dieser Stunde hat die Reichsregierung zur Aufrechterhaltung von Recht und Ordnung den militärischen Ausnahmezustand verhängt und mir zugleich mit dem Oberbefehl über die Wehrmacht die vollziehende Gewalt übertragen. Wird das unterschrieben? Hier, der Oberbefehlshaber der Wehrmacht von Witzleben, Generalfeldmarschall. Und gezeichnet, Graf Stauffenberg. Da kann das nicht stimmen. Der Witzleben ist doch vor 2 Jahren vom Führer entlassen worden. Zur gleichen Zeit im Haus des Rundfunks in der Masurenallee. Major Friedrich Jakob, Ritterkreuzträger, aber in Rundfunktechnik gänzlich unbewandert, hat den Auftrag der Verschwörer, das wichtigste Kommunikationsmittel zu besetzen und den Sendebetrieb zu unterbrechen. Der regimetreue Intendant legt einen Schalter um und erklärt dem Major, das Programm sei eingestellt. Ein Trick. Tatsächlich sendet der Nazifunk weiter. Es folgt der Nachrichtendienst. Mordanschlag gegen den Führer. In allen deutschen Gauen wurde mit Genugtuung und Dankbarkeit die Nachricht aufgenommen, dass das Leben des Führers bei diesem ruchlosen Anschlag unversehrt geblieben ist. Führer, kommen Sie mal im Büro. Vor der Tatsache, dass der Feind, der schon so oft auch mit den perverslichsten Mitteln gekämpft und gearbeitet hat, jetzt mit einem mörderischen Anschlag das zu erreichen zu können, glaubt ihr, dass er mit der ersten Waffe in der Hand... Der Führer lebt. Welch ein Segen. Hören Sie, Färber, alles, was ich von jetzt an sage und tue, schreiben Sie ganz genau auf. Sie weichen mir nicht von der Seite, Sie notieren jede Silbe. Ist das klar? Ob das klar ist? Zu Befehl, Herr Generalmajor. Geben Sie mir Oberstleutnant Fett in Zossen. Sofort. Was ist, Färber? Schreiben Sie. Ja, lieber Fett, das ist ein dickes Ding mit diesem verbrecherischen Anschlag auf unseren geliebten Führer. Folgen Sie unter keinen Umständen irgendwelchen Befehlen aus dem Bendlerblock. Ja. Wer der Attentäter ist?
Also nach meinen Informationen aus dem Führerhauptquartier wird schon nach Oberst Stauffenberg gefahndet. Ja, ausgerechnet Stauffenberg. Wer hätte das gedacht? Ich kann mir mit dem Rundfunk das nicht erklären. Major Jakob hatte genaue Befehle. Es ist gleichgültig, was jetzt verbreitet wird. Es ist sogar gleichgültig, was weißt. Für mich ist die Entscheidung gefallen, so oder so. Für mich ist Hitler tot. So leicht können wir uns das aber nicht machen. Ziehen Sie jetzt Ihre Uniform an, Höppner. Als neuer Befehlshaber des Ersatzheeres müssen Sie Eindruck machen. Ich warte noch immer auf meine schriftliche Ernennung. Muss das wirklich sein? Jetzt, in dieser Lage? Gerade jetzt, Olbricht. Fräulein Zeitler? Herr General? Was macht die Urkunde für Generaloberst Höppner? Ist doch in Arbeit, Herr General. Aber es tut mir leid. Ich kann nicht hexen. Tja, dann bitte. Höppner hat es nie verwunden, dass ihm Hitler nach seiner Entlassung verboten hat, weiter Uniform zu tragen. Passen Sie auf, dass er uns nicht umfällt. Hören Sie mal, Olbricht. Es ist höchst gleichgültig, ob Hitler tot ist oder lebt. Ein Führer, in dessen engster Umgebung solche Gegensätze aufklaffen, dass gegen ihn ein Bombenattentat unternommen wird, ist moralisch tot. Hoffentlich ist es für Ihre Rundfunkansprache nicht schon zu spät. Wir müssen unbedingt klar machen, dass die neue Regierung keine Militärjunta ist. Die Menschen müssen wissen, dass Gördeler Reichskanzler wird, dass auch Sozialdemokraten an der Regierung beteiligt sind. Das Wachbataillon. Endlich. Jetzt haben wir den Schutz, auf den wir so lange gewartet haben. Malküre läuft. Riemer ist auf unserer Seite. Das Wachbataillon Großdeutschland ist eine Eliteeinheit. Sein Kommandeur, Major Ernst Otto Riemer, überzeugter Nationalsozialist. Als er die Walküre-Befehle erhält, gehorcht der pflichtbewusste Offizier zunächst widerspruchslos. Wir wussten gar nichts. Und kein Mensch wusste, selbst Offiziere nicht, was machen wir eigentlich? Wofür sind wir jetzt angetreten? Kein Mensch. Es hieß dann zum Schluss, wo alle dann am Brandenburger Tor wurden wir ausgeladen, das Regierungsviertel wird abgeriegelt. Kam keiner rein und raus. Herr General, Hamburg weigert sich, sich der vollziehenden Gewalt zu unterstellen. Generalmajor Püter trinkt gerade Sherry mit dem Gauleiter. Sie glauben selbst mir nicht, dass Hitler tot ist. Wie sieht es in den anderen Wehrkreisen aus? Einige haben noch immer nicht die Fernschreiben mit den Walküre-Befehlen bekommen. Verfluchte Sauerei. Was ist mit Paris? Ich habe vorhin mit Hofacker telefoniert, er wollte sofort zu Stülpnagel gehen. Ich werde selbst mit Stülpnagel reden. Was ist mit dem verdammten Fernschreiben los? Das muss sofort raus. Ich habe für geheime Kommandosachen nur 4 Damen, Herr Oberleutnant. Und das ist jetzt schon das 3. Fernschreiben, das an alle Wehrkreise abgesetzt werden soll. Ja, und? Ich bitte um allerschnellste Beförderung, Leutnant. Röhrig, wir tun, was wir können. Ja. Wolfram, mir wird immer mulmiger zumute hier. Die Konzentrationslager sind beschleunigt zu besetzen, die Lagerkommandanten zu verhaften, die Wachmannschaften zu entwaffnen und zu kasernieren. Wir haben unsere Befehle. Verbände der Waffen-SS, deren uneingeschränkte Unterordnung zweifelhaft ist, sind rücksichtslos zu entwaffnen. Klingt schon etwas seltsam. Das ist noch nicht alles. Die Dienststellen der Gestapo und des SD sind zu besetzen. Das ist von Fromm und Stauffenberg unterschrieben. Das geht schon in Ordnung. Und wenn der Führer gar nicht tot ist? Wie kommt ihr voran? München und Danzig haben noch nicht mal die ersten beiden Fernschreiben. Paris, bitte. Stülpnagel, Sie wissen ja um die jüngsten Ereignisse. Ja, gewiss. Der Schlag ist gefallen. Aber wir haben noch keine genaueren Nachrichten. Machen Sie auf alle Fälle mit. Auf alle Fälle. Ich habe bereits befohlen, dass die wichtigsten Leute der SS und der gesamte SD verhaftet werden. General von Beuneburg, Kommandant von Groß-Paris, ist an den Vorbereitungen beteiligt.
Die Aktion beginnt nach Einbruch der Dunkelheit, um nicht der Pariser Bevölkerung das Spektakel eines militärischen Vorgehens der Wehrmacht gegen die SS zu bieten. Die Würfel sind gefallen, es gibt nur ein Vorwärts. Ich stehe dafür ein. Was ist nicht kluge? Ich denke, Sie sollten selbst mit ihm reden. Ich kann Sie direkt von hier in sein Hauptquartier nach La Roche-Guyon verbinden. Er muss unverzüglich Waffenstillstandsverhandlungen mit Eisenhower und Montgomery aufnehmen. Generalfeldmarschall von Kluge ist nach seiner Genesung inzwischen Oberbefehlshaber West. Hitler ist endlich tot. Der Ausnahmezustand ist verhängt. Die vollziehende Gewalt liegt bei der Wehrmacht. Schließen Sie sich uns an. Der Rundfunk meldet, Hitler lebt. Ist es in die letzten Endes gleichgültig, wenn wir entschlossen sind zu handeln? Hören Sie, aber... Ich frage Sie hiermit ganz klar. Billigen Sie die hiesige Aktion und unterstellen Sie sich mir. Als Oberbefehlshaber West muss ich erst mal wissen, was wirklich geschehen ist. Damit keine Zweifel aufkommen, Kluge. Ich erinnere Sie an unsere letzten Gespräche und Abmachungen und frage Sie noch einmal. Unterstellen Sie sich mir. Ich muss mich erst mit meinen Herren hier beraten. Ich rufe Sie in einer halben Stunde zurück. Verbinden Sie mich sofort mit Generalmajor Stief in Mauerwald. Stief? Ah, Herr Feldmarschall. Ich muss es nun endlich wissen. Lebt der Führer oder lebt er nicht? Der Führer lebt. Woher wollen Sie das wissen? Herr Feldmarschall, mir gegenüber sitzt Major Färber. Er hat den Führer nach dem Attentat zweimal gesehen, zusammen mit dem Duce. Stimmt das wirklich, Stief? Hundertprozentig. So, so. Danke, Stief. Ja. Bitten Sie General von Stülpnagel sofort nach La Roche-Guyon zu kommen. Ja, sehr dringend. Auch dem Kommandeur des Wachbataillons Großdeutschland, Major Rehmer, kommen jetzt Zweifel, ob sein Führer wirklich tot ist. Widersprüchliche Informationen und Befehle dringen auf ihn ein. Unsere nationalsozialistische Idee! Und wir werden diesen politischen Auftrag unter allen Umständen durchführen! Bis zu unserem endgültigen Nach einigem Zögern versucht Rehmer, sich bei Propagandaminister Goebbels Gewissheit zu verschaffen. Der aber verbindet ihn mit Hitler. Ein Telefonist im Führerhauptquartier hört das Gespräch mit. Dann sagte Hitler, Rehmer, erkennen Sie meine Stimme? Jawohl, mein Führer. Ich übergebe Ihnen hiermit den Befehl, das ganze Regierungsviertel OKW zu zernieren, jeden Widerstand mit Waffengewalt zu brechen und jeden, der irgendwie nicht für mich ist, sofort zu liquidieren. Haben Sie mich verstanden? Jawohl, mein Führer. Ja, und mit dem Resultat hat sich das Wachbataillon umgestellt, ging zum Bettlerblock, war die vierte Kompanie und die hat dann dafür gesorgt, dass Ordnung herrscht. Das heißt, wer ist für Hitler und wer ist gegen Hitler? Der Führer hat mit sofortiger Wirkung den Reichsführer SS Himmler zum Befehlshaber des Ersatzheeres ernannt und ihm alle entsprechenden Vollmachten gegenüber den Angehörigen des Ersatzheeres übertragen. Es sind Befehle nur vom Reichsführer SS und von mir entgegenzunehmen. Etwaige Befehle von Fromm, von Witzleben oder Höppner sind ungültig. Zeichnet Chef OKW Keitel Generalfeldmarschall. Wir müssen sofort die Walküre-Fernschreiben stoppen. Wie? Was sagen Sie? Sie haben die Befehle immer noch nicht bekommen? Danzig, hören Sie mich? Hallo? Danzig? Stauffenberg? Ja, ich weiß, die Lage ist schwierig. Jetzt heißt es, einen kühlen Kopf bewahren. Durchhalten, weitermachen. Ja, weitermachen. Dies ist die Stunde der Offiziere. Und?
springen ab, einer nach dem anderen. Stief ist auch ausgebrochen. Hitler lebt. Hast du was anderes erwartet unter diesen Umständen? Die Stunde der Offiziere. Die Stunde der Opportunisten. Rette sich, wer kann. Unsere letzte Hoffnung ist Paris. Ausgerechnet Kluge? Cäsar von Hofacker hat einen großen Einfluss auf ihn. Die Ehre der Armee ist in Ihre Hand gegeben, Herr Generalfeldmarschall. Sagen Sie sich los von Hitler und übernehmen Sie die Führung der Befreiungsaktion im Westen. Schaffen Sie vollendete Tatsachen, indem Sie den Krieg in Frankreich beenden. Und damit kann das Ziel des Attentats doch noch erreicht werden. Wenn das Schwein wenigstens tot wäre, so sind mir die Hände gebunden. Ich muss Hitlers Befehle ausführen. Ich denke, Sie hätten Bescheid gewusst. Ich verwahre mich gegen diese Unterstellung. Ich habe von nichts gewusst. Ich muss Sie darauf aufmerksam machen, dass ich Befehl gegeben habe, die gesamte SD und SS-Führung in Paris zu verhaften. Für diese beispiellose Eigenmächtigkeit enthebe ich Sie ab sofort Ihres Kommandos, Stülpnagel. Und Sie auch, Hofacker! Machen Sie die entsprechenden Befehle sofort rückgängig. Zu spät. Die Aktion ist bereits angelaufen. Wir können nicht mehr zurück. Die Tatsachen haben gesprochen. Meine Herren, das Gespräch ist hiermit beendet. Die Lage im Wendlerblock wird hoffnungslos. Bremers Truppen haben das Gebäude abgeriegelt, diesmal nicht mehr zum Schutz der Verschwörer. Jetzt sind sie eingeschlossen. Wir werden uns hier vielleicht noch einige Zeit halten können. Eine Nacht, vielleicht zwei. Und was dann? Ich werde als Soldat zu sterben wissen. Ich sterbe für eine gute Sache. Und ich werde nicht allein sterben. Wir sind hier zahlreich. Aber es gibt keine andere Möglichkeit. Warum denn kein Rückzug? Ich kann Stauffenberg nicht im Stich lassen. Friedrich, du musst jetzt für Evchen und Rosemarie sorgen. Ich gebe dir noch einige Papiere von mir mit. Etwas Geld und Sparbücher. Hast du noch Fragen? Nein. Ich bleibe. Auf keinen Fall. Sieh zu, dass du hier noch rauskommst, solange das noch möglich ist. Geh. General Albrecht, sagen Sie uns endlich, was hier gespielt wird. Ich habe befohlen, das Gebäude zu verteidigen, Oberstleutnant Herber. Mit Verlaub, Herr General. Gegen wen sollen wir es denn verteidigen? Ich habe hier ein Fernschreiben von Generalfeldmarschall Keitel. Der Führer ist nicht tot. Die Meldungen sind widersprüchlich. Das reicht uns nicht mehr. Wir wollen mit General Fromm sprechen. Und zwar umgehend. Was geht hier vor? Das werden Sie ja wohl am besten wissen, Herr Oberst. Wir wünschen eine Unterredung mit dem Befehlshaber des Ersatzheeres. Generaloberst Höppner steht Ihnen sicher gern zur Verfügung. Höppner? Höppner wurde vor 2 Jahren vom Führer aus der Wehrmacht ausgestoßen. Wir reden nur mit Fromm. Ich werde sehen, was ich tun kann. Es waren Nazi-Offiziere, die voll auf der Seite des Dritten Reiches standen. Und diese Offiziere, die wir Gott sei Dank ja nun gut einordnen konnten, die standen jetzt vor uns und vor den Vorzimmerdamen und die hielten uns die Maschinenpistole praktisch vor den Bauch oder vor den Körper und riefen, wo kommt ihr her? Seid ihr für oder gegen den Führer? Paris, bitte. Sofort. Lindstow. Stauffenberg hier. Wie läuft die Aktion? Alles nach Plan. Gut. Hier ist der Kampf zu Ende. Meine Mörder toben schon auf dem Flur.
Gottes Willen, Stauffenberg. Bleiben Sie ruhig, Lienstor, behalten Sie die Nerven. In der Heimat sind Unruhen ausgebrochen. Der SD hat einen Putsch gemacht. Hitler ist tot. Wir haben Befehl, sofort in Paris Gestapo, SS zu verhaften. Es ist resolut vorzugehen. War natürlich ein Schockbefehl, aber dennoch irgendeiner unter den Offizieren, irgendwas passiert. Wir wussten nicht was, aber irgendeine Aktion. Und nach einer Stunde waren wir bereit, es wurde dunkel. Und dann rollten wir auf LKWs, an Panzersprähwagen, zu den einzelnen Quartieren der Gestapo. Hören Sie, das muss ein Missverständnis sein! Lassen Sie mich sofort frei! Das wird Sie teuer zu stehen kommen! Bringen Sie alle vor ein Standgericht! Bringen Sie alle vor ein Standgericht! Das war für uns ein kleines Hochgefühl, aber wurde nicht gekämpft und man war plötzlich so überlegen und sah plötzlich die Gestapo-Leute zum ersten Mal waffenlos, ohnmächtig vor einem sitzen, nicht wahr? Und ich habe überlegt mehrfach, weil ich ja reflektiere hin und wieder, möchtest du mit diesen Leuten an der Front gewesen sein, als Kameraden? Dachte ich, nein, mit den Gesichtern nicht. Und bis Mitternacht war Paris in unserer Hand, 1200 Gestapo-Leute waren verhaftet. Inzwischen konnten wir uns ein bisschen was zusammenreimen, da wir ja den Predun und die Leute da erlebt hatten, konnten wir uns was zusammenreimen. Also dieses Unternehmen, was man da wohl vorgehabt hat, das musste gescheitert sein, denn sonst hätten sich die Predun-Leute nicht so dicke machen können und zum Front marschieren. Heute Nachmittag mit mir gemacht haben. Geben Sie Ihre Waffen ab. Haften. Ich habe mit der ganzen Sache nichts zu tun. Ich möchte mich erklären. Ihren alten Vorgesetzten werden Sie diese Forderung nicht stellen wollen. Sie werden aus der Situation Ihre Konsequenzen zu ziehen wissen. Ich denke in diesem Augenblick Zeit von früher. An die Kameradschaft, die uns lange verband, jetzt in dieser Stunde. Ich bitte jetzt zu handeln. Herr Generalmajor möchte sofort zu Generalfeldmarschall Keitel ins Führerhauptquartier kommen. Sofort? Sofort. Ich rufe noch rasch meine Frau an.
Sofort, habe ich gesagt. Im Namen des Führers erkläre ich standgerichtlich das Urteil. Es werden der Oberst im Generalstab Merz von Quirnheim, General Friedrich Olbricht, der Oberst, den ich mit Namen nicht nennen will, und Oberleutnant Werner von Haften zum Tode verurteilt. Das Urteil ist sofort zu vollstrecken. Ich übernehme die alleinige Verantwortung. Alle anderen haben als Soldaten gehandelt und nur meine Befehle ausgeführt. Abführen! Bis kurz vor 12 Uhr einer meiner Kameraden aus meiner Kompanie den Befehl kriegte, sein LKW so hinzustellen, dass die Scheinwerfer die eine Hauswand beleuchten konnten. Wusste immer noch keiner, also wir beide und der Leutnant auch noch nicht, was geschieht denn jetzt, was, bis denn jemand sagte, da werden welche erschossen. Aber wer, wusste auch keiner. Ja, dann hat er seinen Scheinwerfer angemacht. Dann kamen 5 Offiziere raus. War auch, und dann habe ich den Oberst erkannt. Ja, dann wurde erschossen. Achtung! Leg an! Gebt Feuer! Legt an! Gebt Feuer! Legt an! Gebt Feuer! Es lebe das Heilige! Es lebe das heilige Deutschland. Das geheime Deutschland hatte gerufen. Gebt Feuer! Gewehr ab! Rührt euch! Die Herren? Willkommen, Herr Obergruppenführer. Ein Gläschen Champagner gefällig? Es tut uns wirklich leid, dass Sie ein paar kleinere Ungelegenheiten hatten. Das war ja nur eine Übung. Eine sehr erfolgreiche Übung, wie man sieht. Da kann ich Ihnen nur zustimmen, lieber Lindstone. Bei diesem Durcheinander der Befehle aus Berlin konnte man ja wirklich kurz den Überblick verlieren. Auch ein Gläschen, Herr General? Zweitens, damit wir aber auch das Nähere erfahren über ein Verbrechen, das in der
das deutsche Geschichte seinesgleichen tut. Eine ganz kleine Clique ehrgeiziger, gewissenloser und zugleich unvernünftiger, verbrecherisch dummer Offiziere hat ein Komplott geschmiedet, um mich zu beseitigen und mit mir den Stab praktisch der deutschen Wehrmachtführung aufzuhalten. Die Bombe, die von dem Obersten Graf von Stauffenberg gelegt wurde, krepierte 2 Meter an meiner rechten Seite. Sie hat eine Reihe von mir folgenden Mitarbeitern sehr schwer verletzt. Einer ist gestorben. Ich selbst bin völlig unverletzt. Nur ganz kleine Hautabschürfungen, Prellungen oder Verbrennungen. Ich fasse das als eine Bestätigung des Auftrags der Vorsehung auf. Karl Heinrich von Stülpnagel wird nach einem Selbstmordversuch zusammen mit seinem Adjutanten Linstow Ende August vom sogenannten Volksgerichtshof zum Tode verurteilt. Ebenso zum Tode verurteilt und in Berlin-Plötzensee hingerichtet, Cäsar von Hofacker. Todesstrafe durch Erhängen auch für Erich Höppner. Generaloberst Helmut Stief kann seine eigene Haut nicht retten, auch er wird hingerichtet. Es nützt ihm nichts mehr, dass er auch noch Hans-Günther Kluge denunziert. Kluge begeht Selbstmord. Generaloberst Friedrich Fromm wird kurz vor Kriegsende von den Nazis ermordet. Am 21. Juli lässt sich Henning von Treskow an der Ostfront zu einem Waldrand fahren, bei sich eine Granate. Weil er seiner Familie die Sippenhaft ersparen will, täuscht er, als er aus dem Leben scheidet, einen Partisanenüberfall vor. Jetzt wird die ganze Welt über uns herfallen und uns beschimpfen. Aber ich bin nach wie vor der felsenfesten Überzeugung, dass wir recht gehandelt haben. Ich halte Hitler nicht nur für den Erzfeind Deutschlands, sondern auch für den Erzfeind der Welt. Gedenken an die Toten vom 20. Juli.